Ich bin Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Peppa Wutz. Spielen und spielen. Es ist ein schön sonniger Morgen. Was für ein wunderbarer Tag zum Faulen. Papa Wutz liebt es zu faulenzen. Papa, musst du denn heute gar nicht arbeiten gehen? Nein, Peppa. Heute ist doch Samstag. Samstags hat Papa Wutz frei. Papa Wutz, du kommst zu spät zur Arbeit. Aber es ist doch Samstag, Mama Wutz. Oder nicht? Nein, heute ist Donnerstag. Donnerstags arbeitet Papa Wutz. Bis später. Wiedersehen. Armer Papa, du hast es gut, Mama. Du kannst den ganzen Tag zu Hause spielen. Aber ich spiele doch nicht. Ich arbeite an meinem Computer. Schorsch will das lustige Hühnchen spielen. Schorsch, wir können gerne das lustige Hühnchen spielen, aber erst, wenn ich mit der Arbeit fertig bin. Oh. Luzi Locke und ihre Mutter holen Peppa zur Spielgruppe ab. Hallo, Peppa. Hallo, Luzi. Viel Spaß in der Spielgruppe. Bis bald, Mama. Arbeite schön. Arbeitest du oder spielst du heute? Na, ich arbeite heute und zwar so richtig hart. Ich gehe zum Sport. Und was machst du so beim Sport? Sport? Das ist keine Arbeit. Das ist Spielen. Peppa und Luzi sind bei der Spielgruppe angekommen. Hallo zusammen. Hallo Peppa. Hallo Luzi. Hallo, Kinder. Heute spielen wir Einkaufsladen. Oh! Wer möchte gern Verkäufer sein? Ich! Peppa und Luzi sind die Verkäufer und alle anderen können die Verkäufer sein. Peppa und Luzi tun so, als wären sie Peppa und Luzi. Aber was müssen wir denn jetzt tun? Also, ich kassiere das Geld, Luzi. Und du räumst die Regale ein. Ja, gut. Klausi Kleff ist der erste Kunde. Hallo, Frau Verkäuferin. Hallo, Herr Kleff. Ich hätte gerne eine Packung Kekse. Luzi, haben wir eine Packung Kekse? Nein, aber ein blaues Spielzeugtelefon. Und wie viel kostet das denn? Das macht genau 100 Euro, bitte. Danke sehr. Der nächste, bitte. Hallo, Verkäuferin. Kann ich bitte ein großes Brot bekommen? Nein. Aber Sie können ein Puppenhaus haben. Brauchen Sie auch eine Tüte dazu, mein Herr? Ja, gern. Die kostet dann 1 Cent, bitte. Oh, 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 ich habe gar kein Geld dabei. Sie können ja beim nächsten Mal bezahlen. Boah, das ist ganz schön viel Arbeit. Ja. Hallo, Frau Verkäuferin. Was kann ich bitte für 1.000.000 Euro kaufen? Luzi, was haben wir für 1.000.000 Euro? Eine Karotte? Ja, gern. Luisa Löll liebt Karotten. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Papa Wutz ist gekommen, um Peppa und Luzi abzuholen. Papa, hast du heute viel gearbeitet? Heute ist doch Samstag. Wir haben heute auch richtig viel gearbeitet. Wir waren nämlich Verkäuferinnen.